Ich möchte vorab erstmal aufklären über den Zwischenfall, den wir hatten. Und zwar wurde ich ein bisschen beleidigt. Und zwar wurde mir nämlich gesagt, es wurde über mich erzählt, ich wäre bei meinem Zumba-Instruktor gewesen. Ist natürlich eine Lüge, sowas würde ich nie im Leben machen. Ich war natürlich beim Les Mills Grid-Lehrgang und da geht es nur um Kraft und dicke Muskeln. Ne? So, jetzt haben wir das schon mal geklärt. Nächster Punkt ist jetzt wieder unser Top-Athlet Christian Dietz, der Star des Tages. Und zwar möchte ich jetzt erstmal wieder die Woche reflektieren und so ein bisschen sagen, wie ist es gelaufen. Er hat mit mir diese Woche nicht trainiert. Wir haben uns zusammengesetzt und das Ganze mal ein bisschen besprochen, wie das Training so gelaufen ist. Und Christian hat sich gut geschlagen und kann auch im Training immer noch gute Leistungen erbringen, trotz Diät. Und stellt sich auch sehr gut an, was das angeht. Bin gespannt auf den nächsten Leistungstest, der bestimmt kommen wird. Und bin auch gespannt auf das heutige Training und selbst mal wieder sehen zu dürfen, wie der Christian sich so anstellt. Und ich bin mir ganz sicher, der freut sich auch selbst schon sehr auf den heutigen Tag und das heutige Training. So, die Woche, nachdem ich jetzt krank war, ist rum. Das Training war mega anstrengend. Wir haben mit Easy, habe ich hier die Woche zweimal trainiert. Habe gestern zusätzlich noch einen Kurs mitgemacht. Muskelkater war definitiv da. Mir hat alles wehgetan. Heute geht's einigermaßen. Ansonsten bin ich jetzt gespannt, wie sich jetzt die Woche, nachdem ich eine Woche fast nur im Bett gelegen habe, jetzt auf der Waage auswirkt, was sich da getan hat. Ansonsten hatte ich noch die Frage, weil ich demnächst Geburtstag habe und da ein paar Leute eingeladen sind. Und ich hatte das gesehen in einem Cheat Day, wie das aussieht und wie das dann ist, ob ich dann auch außerhalb vom Ernährungsplan mal was essen kann oder nicht. Und wie das abläuft oder wie genau das ist, wird euch aber der Yannick gleich noch verraten. So, also wir haben jetzt die erste Woche nach seiner Erkältung hinter uns. Er hat jetzt wieder strukturiert gegessen, nach unserem Plan strukturiert trainiert. Und dementsprechend sind unsere Aussichten jetzt erstmal sehr positiv. Also wir werden nachher mal schauen, was hat er abgenommen, beziehungsweise hat er abgenommen, aber wird er haben, bin ich mir sicher. Und ja, dann hat er sich die Frage gestellt, wie es bei ihm denn aussieht mit Cheat Days. Naja, ich meine, der Christian hatte jetzt ungefähr 32 Jahre lang Cheat Days, every day. Jetzt kann er auch noch mal eine Zeit lang warten. Und nee, Spaß. Also wir unterscheiden grundsätzlich in Cheat Days und Repeat Days. Jetzt sprechen wir aber von einem weit über 100 Kilo Menschen. Da ist ein Repeat in der Regel nicht notwendig. Also wir werden nicht so weit runtergehen müssen in den Kalorien. Und ja, es wird eher unrealistisch sein. Natürlich kann es vorkommen, dass wir wegen Stoffwechsel etc. einen Refeed machen müssen. Der wird dann aber auch geplant und sauber sein. Und ja, natürlich möchte der Christian auch gerne mal wieder ein Würstchen im Schlafrock oder so essen. Ich meine, dafür kennen wir ihn ja. Ja, ich meine, planen werden wir es nicht. Wenn er jetzt irgendwann mal zum Beispiel Geburtstag hat, dann stecken wir ihm auch mal eine Kerze oben in ein Würstchen mit Schlafrock, aber dann ist auch gut. Das ist dann ein Cheat Meal und dabei soll es dann auch eigentlich bleiben. Wir wollen jetzt nicht den laufenden Progress halt unterbrechen durch sowas fancy, hipstermäßiges wie Cheat Days.
Gut, die Einwaage ist vorbei und wir haben heute 144,9 auf der Waage stehen gehabt, was ein zufriedenstellendes Gewicht ist. Nichtsdestotrotz ist immer noch mehr drin. Ich bin relativ zufrieden damit, wo wir jetzt sind. Yannick hat sich zum Beispiel weniger erfreut gezeigt und hat gesagt, das muss schneller gehen. Finde ich auch ganz gut, den Kontrast. Meiner Meinung nach, man sollte auf jeden Fall, was man schon geschafft hat, auch würdigen und auch anerkennen. Und deswegen bin ich zufrieden, dass das Gewicht wieder runtergeht. Wenn wir das noch schneller hinkriegen und wir in größeren Schritten das Gewicht reduzieren, wäre ich trotzdem auch glücklich. Bei Christian ist das Problem im Moment einfach immer noch, dass wir uns nicht sicher sind, warum das Gewicht nicht schneller tief geht, weil er nämlich viel trainiert, die Kalorien relativ radikal gesenkt hat und auch auf die meisten Lebensmittel, die er sonst so gegessen hat, verzichtet, die ihn eben dahin gebracht haben, wo er jetzt ist. Wir werden das Ganze noch weiter beobachten. Ich bin der Meinung, dass es jetzt so weitergehen sollte in diesem Tempo.
Dann habe ich vor dem Training, was ich gerne mit meinen Kunden mache, beziehungsweise auch oft mit Christian mache, mit dem Hypervolt, das ist ein Massagegerät, den Christian noch ein bisschen durchmassiert. Was passiert, wenn ich das mache? Ganz einfach, durch seine tägliche Tätigkeit, was er eben macht, und zwar am PC arbeiten und an einer Tastatur arbeiten mit einer Maus, ist seine Körperhaltung einfach ein bisschen verkümmert. Das heißt, seine Schultern hängen nach vorne, seine Brustmuskulatur ist verkürzt, weil die immer vorne arbeitet, sein oberer Nacken ist verkürzt und all das zieht ihn eben in diese Position, in die er sich befindet. Da kann es nicht schaden, wenn man vor oder auch irgendwann rund ums Training so Sessions macht, von wegen Faszien relaxen und ein bisschen verhärtete Strukturen lockern. Ja, das Training haben wir jetzt hinter uns. Von der Gewichtsabnahme bin ich fast schon ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, es wäre ein bisschen mehr runter. Dadurch, dass ich auch hier die Woche relativ viel trainiert habe und schwer trainiert habe. Ansonsten das Training heute bin ich ein bisschen an meine Leistungsgrenzen gekommen. Mir ist zwischendurch ein bisschen schwindelig geworden. Musste mal kurz pausieren. Aber wir arbeiten dran, dass das dann zukünftig irgendwann nicht mehr passiert. Dass ich die Übungen dann durchziehen kann. Und naja, müssen jetzt gucken, dass ich dann anscheinend noch ein bisschen mehr arbeite, noch ein bisschen mehr mache, damit das Gewicht noch ein bisschen weiter runter geht. Dann haben wir am Ende unserer Trainingseinheit noch eine Runde an Körpergewichtsübungen versucht. Ich wollte mit ihm den Burpee lernen. Das ist eine Aufgabe, die ist natürlich schon hochgegriffen, sage ich mal, und auch gar nicht so leicht auszuführen. Vor allem, wenn man eben mit einem Körpergewicht von 140 Kilo durch die Gegend läuft, ist es einfach schwierig, solche Übungen auszuführen. Nichtsdestotrotz hat er sich mal rangetastet und hat auch selbst das Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist, einen Burpee zu machen. In verschiedenen Schritten haben wir das geübt. Er ist daran heute noch gescheitert und das hat nicht sehr gut funktioniert, den Burpee zu machen. Das zeigt ihm aber auch einfach, dass sein Körpergewicht, was er im Moment mit sich rumträgt, einfach zu keiner guten körperlichen Verfassung beiträgt und ihn einfach nicht fit macht und dass es auf jeden Fall runtergehen muss. Und er wird sehen, wenn er nochmal 20 Kilo weniger auf den Rippen hat, wie gut er auf einmal den Burpee hinkriegt. Und da auf den Tag freue ich mich auch schon. Dann würde ich noch mal zwei Worte sagen zum Trainingsprogramm, was wir Chris gegeben haben, beziehungsweise wonach er im Moment trainiert. Wir haben uns ganz bewusst für einen Ganzkörperplan entschieden, einfach aus dem Grund, weil es einfach das Beste ist für ihn, für die Zeit, die er ins Training stecken kann pro Woche, ist Ganzkörper einfach das Beste. Wenn man jetzt jeden Tag unbedingt trainieren möchte, 7 Tage die Woche, es gibt Leute, die möchten das unbedingt machen, daher muss man das Training auf jeden Fall dann aufteilen und dann kann man auch einen Splitplan fahren. Bei 3, vielleicht sogar 4 Einheiten pro Woche, bis dahin würde ich immer noch zum Ganzkörperplan tendieren, vor allem mit dem Ziel, was Christian eben anstrebt, und das ist Gewichtsreduktion mit gleichzeitigem Muskelaufbau, so viel wie geht, für einen Trainingseinsteiger. Und da ist das Beste, was du machen kannst, Ganzkörper trainieren, Grundübungen trainieren und auch so schnell wie es geht schwer trainieren. Ich gucke jetzt positiv in die Woche, die vor uns liegt. Werden wir mit den 3 sprechen, wie wir es mit dem Training organisieren, ob ich vielleicht nochmal eine Zusatzschicht einrichte und dann gucken, ob wir diese Woche vielleicht ein bisschen mehr vom Gewicht runterkommen und dann lassen wir das mal auf uns zukommen. Macht's gut.